Einfach ein Viertelrung. Zahnimplantate sind eine beliebte Methode, um fehlende Zähne zu ersetzen und das Aussehen und die Funktionalität des Gebisses zu verbessern. Bei der Platzierung von Zahnimplantaten sind jedoch verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, darunter die Knochentransplantation und der Osseointegrationsprozess. In diesem Video werden wir nachher auf diese beiden wichtigen Aspekte von Zahnimplantaten eingehen. Knochentransplantation. Die Knochentransplantation ist ein Verfahren, bei dem Knochenmaterial von einem Teil des Körpers auf einen anderen verlagert wird, um die Knochenstruktur zu stärken und zu unterste ein Viertel ziehen. Im Falle von Zahnimplantaten wird die Knochentransplantation häufig benötigt, wenn der Kieferknochen nicht ausreichend stark oder ausreichend vorhanden ist, um das Implantat zu unterste ein Viertel ziehen. Es gibt verschiedene Arten von Knochentransplantationen, die FA¼-Zahnimplantate verwendet werden können, darunter autogene, allogene und xenogene Transplantationen. Autogene Transplantationen verwenden Knochenmaterial vom eigenen Körper des Patienten, was in der Regel die beste Integration und Heilung ermöglicht. Allogene Transplantationen beinhalten die Verwendung von Knochenmaterial von einem Spender, während xenogene Transplantationen Knochenmaterial von einem Tier, wie einem Rind, verwenden. Der Prozess der Knochentransplantation FA¼-Zahnimplantate beginnt in der Regel mit einer GA¼-endlichen Untersuchung des Kiefers und der Feststellung, ob eine Transplantation erforderlich ist. Falls erforderlich, wird das Knochenmaterial entnommen und präpariert, bevor es in den Kiefer ¼-GT wird. Der Körper des Patienten wird dann Zeit brauchen, um das transplantierte Knochenmaterial zu integrieren und zu heilen, bevor das Zahnimplantat platziert werden kann. Osseointegrationsprozess. Nachdem die Knochentransplantation abgeschlossen ist und das Knochenmaterial erfolgreich integriert wurde, beginnt der Osseointegrationsprozess. Dieser Prozess bezieht sich auf die direkte Verbindung zwischen dem Zahnimplantat und dem umliegenden Knochengewebe, die eine feste Basis FA¼ das Implantat bietet und eine langfristige Stabilität gewährleistet. Der Osseointegrationsprozess ist entscheidend FA¼ den Erfolg von Zahnimplantaten, da er sicherstellt, dass das Implantat fest im Knochen verankert ist und Belastungen standard. Dieser Prozess kann je nach individuellen Faktoren variieren, aber in der Regel dauert es mehrere Monate, bis die Osseointegration abgeschlossen ist. Während des Osseointegrationsprozesses ist es wichtig, dass der Patient bestimmte Verhaltensweisen und Pflegeanweisungen befolgt, um die Heilung und Integration des Implantats zu unterste ein Viertel ziehen. Dazu gehört zum Beispiel eine gute Mundhygiene, die regelmäßige Reinigung des Implantats und das Vermeiden von ¼-Bärmeigen Belastungen auf den Implantaten. Fazit: Die Knochentransplantation und der Osseointegrationsprozess sind entscheidende Schritte bei der Platzierung von Zahnimplantaten, die den Erfolg und die langfristige Haltbarkeit der Implantate beeinflussen. Es ist wichtig, dass Patienten sich dieser Prozesse bewusst sind und sich ¼ im Klaren sind, was sie während des gesamten Behandlungsprozesses erwarten können. Indem Patienten die Anweisungen ihres Zahnarztes befolgen und eine gute Mundhygienepraxis pflegen, können sie sicherstellen, dass ihre Zahnimplantate erfolgreich integriert werden und ihnen eine dauerhafte Lassung FA¼ ihre fehlenden Zähne bieten. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema benötigen oder sich FA¼ die Platzierung von Zahnimplantaten interessieren, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt, um eine umfassende Beratung zu erhalten.